Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Company of Heroes 3. Wir sind jetzt hier an der oberen linken Front und können natürlich, ich habe mich ein bisschen vertan, wir können da nicht hochfahren, wir müssen da mit den Schiffen hinfahren. Das tun wir jetzt auch einfach mal, das heißt, wir gehen jetzt langsam in die Richtung hin. Das habe ich ein bisschen verkackt, aber ist gar kein Problem, da kommen die schon irgendwie hin. Ansonsten, hallo, Kamera? Achso, ja, die ist immer noch stuck in der Ecke da, ja, habe ich vergessen. Ansonsten kannst du bitte einmal dich um den kümmern. Kaputt, Junge. Puff, tot ist er. Ponk. Und der geht dann mit nach rechts. Weil du kannst hier eh nichts tun, das passt schon. Dann gönnst du dir jetzt bitte da einfach eine kleine halbe Weltreise. So, und du gehst natürlich... weil ich glaube, du bist der Einzige, der dann relativ zeitnah hinkommen kann. Du gehst dann nach Monte Cassino hoch und der kümmert sich dann um Aquino. Das ist, glaube ich, besser. Also, rein da. Auch wenn du Aquino jetzt einnehmen könntest, fährst du trotzdem lieber außen rum. Ich glaube, das bringt uns insgesamt mehr. Weil es, wie gesagt, nur ein paar Runden geht. So, ansonsten... war es das hier mit den linken Truppen schon? Der hier hat 5 Fähigkeitspunkte, weil er sich verteidigen konnte jetzt auch. Der kriegt jetzt erstmal hier ein bisschen... Ach, wobei, reicht eigentlich so, ne? Ich brauche die bei einem anderen Panzer eigentlich gar nicht. Ach, weißt du was, die gehen einfach auf Verbesserung nochmal. Ah, ne, die hat er ja schon alle. Oh, lol. Hoppala. Ja, dann Fähigkeiten. Auch wenn ich das eigentlich nicht so dringend brauche. Ah, so eine Katyusha oder hier in dem Fall eine Whizbang. Kann auch interessant sein, aber... Nee. Der Trupp ist ganz schön gut durchgeforscht. SSF Kommandotrupp auf das Schlachtfeld. Und der könnte... Wenn die Kosten reduzieren, ist glaube ich dann noch ganz gut. Machen wir einfach. Ich meine, wir haben es ja gerade eh übrig. Angriffsleuchtsignale, um Sicht zu bieten. Das ist immer ganz cool. Und die Genauigkeit verbündeten Infanterie im Bereich zu erhöhen. Ah, lol, das erhöht die Genauigkeit. Das ist natürlich dann sick. Erhöht die Dauer auf 60 Sekunden. Verbessert die Angriffsleuchtsignale-Fähigkeit, um nach den Leuchtgranaten noch Artillerie abzufeuern. Ja, ganz ehrlich, dann noch lieber, dass man das länger hat, oder nicht? So ein AOE-Effekt länger zu haben, ist doch wohl definitiv besser, als ein Artilleriefeuer, was dann eh in der Hälfte der Zeit daneben geht. Krass, wie gut der durchgeforscht ist, dieser Spezialtrupp hier mittlerweile. Ja, dann, Kumpel, bin ich ehrlich. Die können uns eh nichts tun. Kannst du direkt hier hochlaufen, ne? Also, bin ich ja... großer Fan von. Dann gehen wir einfach da rein. Unangenehm. Kannst du... bitte dingsen, danke. Oh, müssen wir echt selber machen. Das ist gar kein Problem, das machen wir natürlich. Da wird ja auch noch voll die Blockade errichtet vom Gegner. Das ist ja eine Frechheit. Ah, okay. Listen up, men. The enemy's holding 3 key locations. Our goal is to capture and hold all 3. What do you need? Just keep in mind, the Krauts are probably gonna try to do the same. Capture and secure that area. Scouts, loaded and ready. We've got orders to advance. Weiß nicht, nur Siegmar, ne? Hold that area. Captain, at the spear. You know the drill. Securing location. Das machen wir schon irgendwie. Shouldn't be a problem. Medical station on the way. Jetzt, wo ich weiß, dass das für alle einfach generell gilt, dann machen wir es am besten einfach jedes Mal jetzt die Forschung, ne? Das habe ich irgendwie ein bisschen falsch verstanden, wie gesagt. Das ist dann noch mal ein bisschen besser. A medical station. Fully stocked and ready. Rifleman ready. We're locked and loaded. Let's secure that ground. Oh, ein MG. Don't capture that area. Move. Wobei eigentlich... Hate that building. MG 42.
nicht unterdrücken lassen. Los, geht dahin. Ah, ungünstig. Sehr schade. Direkt noch ein Schützentrupp, habe ich gehört, ne? Wirklich, da auch? Wieso hat jetzt schon wieder so zwei MGs über ihm stehen? Ist ja übelst frech. Boah, die Kisten brauchen noch echt eine halbe Ewigkeit, ne? So, die können schon mal ein bisschen erkunden gehen da. Beziehungsweise einen nehme ich erkunden. So, ihr könnt schon mal dahin gehen. So. Als nächstes machen wir da das hier. Germany this way. Junge, wir sind in Italien. Was willst du mit Germany, Junge? Ist ja komplett Wayne. Oh, der hat einen Joke. Ach so. Und natürlich auch noch Veteranen-Scharfschützen. Klar. Was auch sonst, ne? Ach du Scheiße. Ah, die Kiste haben wir vergessen, das ist nicht so schlimm. Okay. So, der hat sich umgebaut. Dann da rein. Auf den Spot. Das ist wichtig. Ja, das Pin Down ist gleich weg. Die pushen schon. Machen die es jetzt oder machen die es jetzt nicht? Achso. Na dann. Ganz komisch alles hier. Ja, das machen sie. Einmal ganz kurz ins Nachbarhaus bitte gehen. Enemy down to 250 points. Repeat. 250. Ihr könnt da schon mal hingehen. Und ihr geht andersrum. Bestenfalls. Oh, shit. Ja, moin, da kommt ja gerade richtig viel Zeug. Ist egal, wir ziehen es kurz zurück. Achso, der hat ja gar keine Nette. Ich hab durch euch einfach durch Dings gedrückt. Egal. Kriegt das hin? Bring ihn um. Komm, ihr könnt auch schießen beim Laufen. Bisschen anstrengend hier, Jungs. Und tschüss. So, die werden kurz geheilt. Das ist wohl nicht so wichtig. Dann könnt ihr schon mal direkt da oben hingehen. Weil wenn er einen Stern hält, ist eigentlich scheißegal. So, die können wir nach vorne ziehen, ein bisschen. Oder zumindest woanders hinziehen. Ich kann es eigentlich, wenn ich hier das gesamte Gebiet wieder sehe, aber keinen Scharfschützen da finde. Das war schon wieder irgendwas komisch. Weiß ich ja nicht. Report coming through that the enemy is down to 200 points. Jetzt kann ich auch schon auf Panzer warten. Jetzt habe ich das mit den Rifles vergessen. Egal. Sehr gut. Waiting on you. Dann schwimmen wir mal eine Runde, ne? Ich dachte jetzt ganz kurz, hat die Leiche fallen gelassen oder den Verwundeten fallen gelassen und geht einfach ohne ihn weg. Oh, aber teilweise leider dann weg. Ach, haben wir ihn wohl ein bisschen verbuggt durchs Bauen, wa? Tut mir ja leid. So ein bisschen. So, ihr geht bitte ganz kurz hier rein. Sieht doch eigentlich ganz gut aus, ne? Wir müssen eigentlich nur warten, bis wir gewonnen haben. Easy.
Das wäre eigentlich auch echt ein No-Brainer, diese Fähigkeit hier, ne? Ja komm, die müssen wir eigentlich auch machen. Nein, erst die Rifles. Sonst vergesse ich die wieder. Das wäre halt eigentlich auch so wichtig. Das denke ich auch. Ja, ich muss viel mehr jetzt mal auf ach, also die Sachen machen. Bin ich ehrlich. Kaum kriege ich dahin, die zu töten. Oh, die macht sogar ganz schön gut Schaden, Jungs. Nicht schlecht. Genau das. Wie kann es sein, dass jetzt hier immer noch ein Scharfschütze ist? Ich verstehe das nicht. Wo soll der denn sein? Der muss sich doch irgendwo in einem kleinen Loch verstecken oder so. Hier ist der einzige Spot, wo der noch sein könnte. Da habe ich doch auch erobert. Verstehe ich nicht. Der muss doch verbuggt sein. Das könnte mir doch sagen, was er wollte. Aber der kann doch nicht irgendwo stehen. Weil wie? Enemy down to 100 points. Repeat, 100 points. Ready for deployment, sir. Aber in den Positionen sind eigentlich gerade ja echt gut. Also egal, wo ich stehe, ist gerade alles stabil. Ich stabil und dunkel, ja? Ja, brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht so. Wir können eigentlich einmal das hier machen. Ja. Cool. Der Gegner macht aber auch gerade irgendwie gerade gar nichts, ne? Der ist schon ziemlich entspannt. So, dann einmal. Nein. Der ist tot. Oh, noch nicht mal. So, Nate rein. Da musst du treffen und dann zurückziehen. Plupp und tschüss. Punk. Der hat's komplett platzen lassen. Wunderschön. Huch, was macht denn hier, Bumm? Hallo? Warum denn so viel Zerstörung? Schon ein bisschen hart, finde ich. Das hat die Natur hier nicht verdient. Ja, übertreib halt. Haben wir es dann? Ja, WTF. Ich kann jetzt hier oben durchgucken. Kuckuck, Jungs, kuckuck. For deployment, sir. Their line's breaking. Only 50 points left. Da ist unsere Verteidigung weg, lol. Dann stellt euch an die Wand. Scouts, loaded and ready. Oh, das ist natürlich für den eigentlich echt wichtig, die Fähigkeit. Fall in. We're moving. Und für die machen wir immer C. Sherman 105 is reporting in. Say the word, sir. Du kannst mal ganz kurz hier hingehen. Weil es geht. Weißt du was? Du kannst auch hier direkt mal bleiben. Den Spot erobern, weil der kümmert sich jetzt eh um den Dingens. Oh. Was sind da für ein komischer Haufen? Ich glaube, seine Armee ist ein bisschen verbuggt, kann das sein? Aber was ist hier los? Okay, der ist irgendwie nicht ganz so richtig hier. Fahr mal kurz hoch. Das heißt, der Besatzungsschock. Frech. Wieso seid ihr jetzt aus der Deckung raus? Ach so, weil ich das echt mit nach vorne geschickt habe. Hättet ihr den nicht vorher treffen können? Okay, passt. So, Punkt ist aufgeräumt. Cool. Wie sieht denn das eigentlich aus dann? Das testen wir mal ganz kurz. Komm, schieß mal dahin. Ich will wissen, wie das aussieht. Hallo? Kein anderes aktives Sperrfeuer. Achso, weil der gerade ein Sperrfeuer macht, darf ich das nicht machen oder was? Das ist ja frech. Hä? Hä? Ach, keine Ahnung, ich verstehe das auch nicht. Hä, ich dachte, das,
Dann halt nicht. Oh lol. Es kommt jetzt gerade alles an. Okay. Das war irgendwie komisch. Ich glaube, die war verbuggt ein bisschen, die Mission. Weil die Armee hing irgendwie am Haus hier fest und irgendwie kam da keine Gegenwehr. Naja. Ich sag mal so, beschweren tue ich mich bei so einem Standardgefecht jetzt mal nicht. Aber komisch ist trotzdem. Düm, 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 düm. Immer diese Ida und der Toni, ey. Das ist schon der 30. Brief, den ich hier dazwischen kriege hier. Könnt ihr den bitte dann woanders lassen? Ist ja ekelhaft, Mann. Ciao. Ja, ich hätte es natürlich gerne gehabt, dass der Bunker kaputt ist, aber den können wir uns nächste Runde dann holen. Ist gar kein Problem. Zwei verfügbar schon wieder, ey. Feuert eine Phosphor-Sperrfeuer auf das Zielgebiet ab und die Rauchwolken fügen Infanterie kontinuierlich Schaden zu. Ja, das hat Phosphor so an sich. Und blockieren die Sicht. Schön, dann machen wir das doch einfach mal. Nice. Ey, der Trip ist langsam komplett durch, ne? Das ist echt gut. Ja, dann würde ich sagen schon, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.